Hallo und herzlich willkommen zurück in New San Francisco in der Tesla-Einrichtung. Und diese Speicherpunkte überraschen mich immer wieder. Wir sind Tex Murphy, Privatermittler. Und waren zuletzt hier drinne. Genau, müssen an diesen Schrank. Und hatten ja haben dieses Ding dabei. Das habe ich mir jetzt mal abgezeichnet. Und dann würde ich mal das ausrechnen. Zumindest mal die erste Variation. Das sind 6 geteilt durch 3. Wir hätten mal hier eine 2. 5 plus 6 Drittel. 2 sind 7. Und hier hätten wir 9 minus 3 ist 6. Das sollten wir als erstes mal probieren. Die 2, 7, 6. 2, 7, 6. Und ausnahmsweise hat mal was gleich funktioniert. Eine Rauchbombe lässt natürlich irgendwie nicht wirklich Gutes ahnen. So. Ja, jetzt haben wir noch, was haben wir dabei? Genau. So einen komischen kaputten Stuhl. Kaputten Stuhl, das. Ah, hier braucht man das Passwort. Aber war das denn 5? Also ich würde jetzt mal einfach hier so pro forma auf Danny tippen als Passwort. Denn irgendwie ein anderes, sonst macht dieses hier aus. Oder probieren wir es schlicht und ergreifend mal. D A N N und diese amerikanische Tastatur Y. Okay. Ja, und jetzt? Ja. Tja. Ich könnte mir vorstellen, hier müsste der kaputte Stuhl dazwischen. Aber allen Ernstes, wie kriege ich denn den so schnell hierher? Kann ich den hier hinstellen? Hallo? This is a door. Ich häng fest. Och Leute, nee, doch nicht. So, dann probieren wir es nochmal. Okay. Bevor wir da jetzt reinstürmen. Wir hatten aber auch alle nichts mehr, oder? Hier lag auch nichts mehr, was ich noch in irgendeiner Form außer dem Geräusch von diesem dämlichen Robi diverse Spinnenweben, Purify Wasser, das hatten wir auch schon alles benötigt, benutzt. Due to the damage of harmful radiation to our planet, there has been an outbreak of food insecurity, preventing access to nutritious and adequate food amounts for billions of mutants and norms around the globe. The Tesla Legacy Society has made it a top priority to repair food access, utilization, and stability by improving nutrients through genetically modified soil. The soil is designed to grow food with much more desirable genetic structure. This food is perfectly safe for human consumption and even has the potential to increase the size and health of livestock. Jetzt genetische Lebensmittel oder? Ganz habe ich jetzt, zumindest aber nicht tausendmal abräumen noch. Was die hier herstellen,
Naja. Oh. That was not pretty. Nein! A number of lasers can cut you in half. Try to avoid stepping into them. Wo war denn da ein Laser zur Hölle? Oh, lecko mio. Wo war denn da ein Laser? Wo ist denn hier sichtbar für mich ein Laser? Ah, verrecke doch. Ja. Gut. Das Einzige, was wir dabei haben, was uns hier eventuellerweise helfen... Runter. Eins, zwei, drei. Boah, leck. Toll. So. Ein Problem gelöst. Danke noch für den unsichtbaren Laser. War mir angenehm, unseren Friedhof wieder mal zu besuchen. Vielleicht sollte ich jetzt spaßeshalber einfach mal speichern. Von mir aus machen Autosave. Ja. Zurück. Fortsetzen. Was ist denn das hier? Energy neutralizer. Safe for humans, but deadly for other forms of life. Ach, sicher? Okay. Wir sind am Leben, wieder erwarten, was... Aha. Ja. Das Klickern hat mit Sicherheit auch nichts Gutes zu bedeuten. So, das mit dir ist so. Hat mit Sicherheit nichts Gutes zu bedeuten. Ist irgendwas hier im Gemüse? So, was haben wir hier? Was macht das denn zum Heulen? Vor allem, was ist das? Aber ich kriege auch keine Erklärung. Nach unserem spontanen... So far so good. We need to get to the tight end. Oh, was ist das denn? Jetzt gut, das ist im zweiten Stock. Okay. Ich habe eher das Gedanke, das sind irgendwelche Minen. Würde ich jetzt mal mutmaßen. Ach, Tex, bitte. Kommen wir nicht dran? Nein. Weil dieser Stuhl, den wir eben eingesteckt haben, über den können wir jetzt nicht rüber. Okay. Ja. Hier. Was haben wir denn hier? Level 1 Security, Rezeption, Empfang, Administration, Concierge, die Wartung und die Toiletten. Restrooms. So. Wir müssen aber trotzdem zum zweiten Stock. Und ich gehe mal davon aus, dass diese kleinen roten piepsenden Dinger alles irgendwelche Minen sind. Ich habe jetzt aber nicht aus vor auszuprobieren, wie das ist. Was ist denn das denn? Okay. Hier gehen wir erstmal später rein. Hat
mir nicht wirklich so richtig zugesagt. Wir sind immer mehr von den Scheißdingern. Ich glaube, ob ich hier vorbeikomme, bin ich mir nicht so ganz so sicher. Ist man nicht in einem Stück und lebend? Auch Text, dass er hier nicht mal drauf springen kann. Big Jim Slade's commandos destroyed everything. If you let the brood. Das hier? Hier geht's aber auch weiter, oder? Was raschelt denn hier? Die komische Fliege? Also hier hinten würde ich jetzt mal sagen, haben wir relativ wenig Chancen. Außerdem eiern hier oben noch die Viecher rum. Haben wir relativ wenig Chancen durchzukommen, alles vermint. So, jetzt gibt's rechts und links zwei Eingänge. Wobei dieser auch nicht gut aussieht, ehrlich gesagt. Bin ich mir nicht wirklich sicher, ob ich hier durchkomme. Weil entweder ist das hier unter Hochspannung oder irgendwas anderem. Aber es sieht zumindest mal so aus, als ob da jemand nicht möchte, dass wir dort durchgehen. Leider haben wir auch kein Werkzeug in irgendeiner Form. Nein, haben wir nicht. Shit, gut. Ja, dadurch wird es zu einem gewissen Schlauchlevel und wir müssen doch da drüben. Ja, jetzt noch. Ist hier irgendwas? Das ist alles nur das Auge. Das Auge! Ja, Ruhe ist. Werden wir aus der Nummer raus, nicht rauskommen und hier drüben mit diesem komischen Wesen, weil hier denke ich, kommen wir nicht durch. Selbst wenn wir jetzt hier versuchen würden zu laufen, was wir auch nicht können, würde ich sagen, sind das alles Minen, die uns zerreißen, also, tja. Tja. Wer oder was um Himmels Willen ist denn das? Ja, gut. Bist du das oder ist das dein Kumpel? Tja, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Du siehst irgendwie nicht gesund aus, Freund. Aber ich weiß nicht, ja. Nicht, dass du jetzt hier denkst, ich habe damit was zu tun. Ich bin hier nur von der Gewerbeaufsicht und will gucken, ob hier noch alles in Ordnung ist. Hier brennt seit 50 Jahren in der 7, seit 7. Warning. Hört sich alles gesund an. Ist der jetzt mir hinterher? Kann er laufen? Oder ist er seit 7 Jahren an den Tisch geklebt? Da? Ich weiß. Das ist alles nicht schön. Eingeklemmt seit 7 Jahren. Wie hast du das geschafft ohne Klo?
It's amazing what time, humidity, and explosive devices can do to efficiency. Ja, ich war nicht dabei damals. Aber das kann ich auch nicht aufnehmen. Die Lampe und die Kohle und es gibt noch nicht mal Informationen über ihn. War das einer der Wissenschaftler? Ja, das ist irgendwas. Was denn das gilt? Well, the Masters of Mayhem missed this. Tja. Aber wir kommen ja irgendwie nicht weiter, oder? Was haben wir denn eben gefunden? Ah, the Masters of Mayhem missed this loose change. Das ist zwar ganz schön, aber was um Himmels Willen sollen wir denn mit Kleingeld jetzt anfangen? Unter dem Motto, vielleicht gehen ja die Kaffeeautomaten noch. Ja. Tja. Ja, ja, gib Ruhe, gib Ruhe. Hier kann ich aber auch nichts benutzen. Oder Automaten. Ist aber keine Nuka-Cola. Tja. Ja, 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 ja. Hm? Kann ich denn mit den Münzen hier irgendwas bewirken? Aber hier ist doch... Entschuldigung. Tja, hier ist doch nichts. Sich alles so übel an und zischt und raucht und macht und tut. Und hier komme ich nicht weiter. Oder? Nee. Leider kein Durchkommen für Decks. Diese immens hohen Schreibtischtrümmer verhindern. It's amazing what time, humidity, and explosive devices can do to efficient office design. Ja, gut, aber das ist jetzt auch nicht das. Es sind so viele Schränke und so viele Schubladen und nichts, was wir gebrauchen können. It's amazing what time, humidity, and explosive devices can do to efficient office design. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Also jetzt bin ich hier reingelaufen zu... Senor Mutant? It's an energy neutralizer. Safe for humans, but deadly for other forms of life. Wegen ein bisschen Kleingeld auf dem Boden? Oh, Leute. Ja, 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 ja. Hier ist auch keine Tür. Ich muss drüben die Treppe hoch. Ha. Okay. Bye, bye. Sorry. Ich hab grad nichts zum Hoch... zum Hochheben, aber du musst leider hier bleiben. So, ja. Jetzt nur aufpassen, dass wir nicht durch eine Mine latschen. Ich bin jetzt nur der Hype. Jetzt haben wir einen Haufen Münzen. Bringt das was, die Münzen da drüben reinzuwerfen oder so? Können wir auch überall nicht rein. Ja. Jim Slade's commandos destroyed everything. Tja. Kommen wir nicht drüber, da ist wieder eine. Mit den Minen. Doch noch ein Räumchen gefunden. Es wird gespeichert. Was auch immer hier drin gemacht worden ist, waren vielleicht mal Blumenkübel.
Okay. Auch dieses Bild, aber echt. Kein Fake. Das finde ich ja toll. So leere, zusätzliche Räume. Was ist denn das? Ah, das sind die Mitarbeiter. Die Employees. Ich würde jetzt mal mutmaßen, obwohl ich es nicht weiß, dass das zumindest mal in diesem Game die Employees von Tesla sind. Ich vermute mal, in echt gehe ich mal davon aus, dass das irgendwelche Entwickler, Programmierer oder sonstiges vermutlich vom Tesla-Effekt sind. Reminds me of the last Murphy family reunion. Has it really been 25 years? And the runner-up of the Ernest Hemingway look-alike contest. Elegant, relaxed. What a great t-shirt. Oh, come on. Cheer. This bohemian photobombed Coit Tower selfie. Whoa, what a great photo. Gut, die kann man jetzt mit Sicherheit anklicken. Gibt's überall einen Spruch dazu, aber leider kann man hier nichts wegnehmen. Das war jetzt der ganze Raum nur einfach als Raum und ja, sonst nichts. Hommage an die Entwickler. Gut, dann ist das so. Dann ist das so und soll das so sein. Nächster Raum. Ich frage mich, wozu das Ding überall speichert, wenn ich in den Räumen eh nichts finde. This is the kind of guy who files his taxes. Bye bye, Birdie. This guy doesn't mess around. Dude, where's my car? Dignified. Hey, cash. Okay. Oder sind das vielleicht Spender oder sowas hier? Fallen. Wieder Nikola Tesla. Ja, laufe ich jetzt hier die ganzen Räume ab für nothing? Für nix und nothing. Wo ist die nächste Mine? So, was haben wir denn hier? Der Restroom? Ja, ein Gruselfilm würde ich jetzt sagen. Wir sind auf der Toilette, jetzt springt uns irgendwas an. Oops, Mike and I came our candy comic. Butterscotch. Wenigstens ein neuer Comic für unsere Sammlung. Aber ich befürchte, das war's dann auch schon. Tja. Okay. In der Toilette war jetzt nichts weiter Spannendes. Ja, da ist zwar ein Aufzug, ein Elevator, aber ich fürchte, ja, wir werden die Treppen nehmen müssen. So, Augaputz. Wo wir jetzt hier reingehen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal auch eine Pause. Die Zeit ist ja zusammengekommen. Ich weiß nicht, ob wir hier unten tatsächlich noch was finden oder ob sich hier nur die Entwickler des Games oder so selbst ein kleines Denkmal gesetzt haben. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bye bye und ciao! Naja, mit einigen Anlaufschwierigkeiten schaffen wir es immerhin, dann doch den inneren Kern zu betreten. Aber was wir da natürlich vorfinden, Slade und seine Bande haben alles gründlich vermint. Uns fällt auch noch nicht ein, ob wir irgendeine Chance haben, in den zweiten Stock zu kommen. Und diesen Datenstick haben wir auch noch nicht gefunden. Ob wir es nun schaffen werden, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge hier auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.